Gut, ich komme nochmal. Bin schon in der Festung. Ich hoffe, ich laufe den richtigen Weg. Hier habe ich ein paar Fackeln gesetzt. Ich glaube, dann sind wir gleich links rum. Hier waren nämlich nochmal Sachen. Dann war hier irgendwo the chest. Ich glaube, da hinten. Ich brauche auf jeden Fall sofort was zu essen. Ich habe nur noch 3 Hungerkeulen. Und kann nicht mehr sprinten und so. Habt ihr hier in die Kiste was reingepackt? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Scheiße. Ah, hier. Ja, guck mal. In der Kiste ist alles drin von dir. Ich hoffe, es war alles von dir. Wurscht, solange ich überleben kann, ist alles gut. Okay. Ich hätte für jeden von euch noch mal eine Lederhose. Ah, ja, gerne. Ja, dann nehme ich die. Alles, was ich kriegen kann. Geilo. Noch, kannst du mir noch vielleicht ein paar Fackeln geben, obwohl das geht eigentlich von der Helligkeit hier drin. Wollen wir damit einen Weg markieren oder sollen wir mal drauf losrennen? Ich habe noch einen Sattel gefunden und eine goldene Chestplate. Zieh die nicht an! Ja, nee, ach was. Die ist ja auch viel besser als meine. So, da hinten, das ist die Kiste von uns, glaube ich. Nee, warte mal, ist das hier die Kiste von uns? Hat die habe ich gelootet. Hab ich schon. Also geht's da hinten nicht weiter, ja? Dann wäre ich mal dafür, dass wir die Gänge, die wir bereits besucht haben, zubauen. Bullig. Ja, ein schönes Örtchen zum Sterben. Okay, hier, das haben wir schon alles. Da hinten, was ist das da hinten? Ah, oh, guck mal, Magma-Schleim. Ah, ist ein Riesen. Huch. Ah. Au! Okay. Was ist da oben? Ich glaube, ich habe schon wieder ein Wibber-Skelett gehört. Solange es uns jetzt nicht gleich angreift und fertig macht, ist alles in Ordnung. Da hinten ist ein Skelett. Da hinten, wenn du hier ganz darüber guckst. Ja, ich seh's. Dann gehen wir lieber in die andere Richtung. Ich habe nur die Befürchtung, dass es in die andere Richtung nicht besonders weit nach vorne geht. Ja. Okay, warte mal, das nutze ich doch gleich mal. Ja, eben noch zu Jenny sagen, kein Holz rein. Ja, aber jetzt, gell? Ist ja, jetzt ist die Lava ja weg, weißt du? Meinst du, dahinter ist vielleicht noch was? Nö. Ah ja, dann eben nicht. Oh! Ist Rotzfarm? Wo denn? Ah, da vorne, lol. Oje, passt auf, dass ihr da nicht runtergeballert werdet. Oh, und ein Ghast. War schon knapp. Aua, warum gehen die eigentlich die ganze Zeit auf mich? Da oben ist der Spawner von den Dingern. Wir können die da vorne auch nicht angreifen, weil sonst greifen wir auch automatisch die, Zombie-Pigmente an. Ich habe keine Spitzhacke. Ich habe keine Spitzhacke von euch bekommen. Ah, hier. Moment, da ist schon eine. Okay, ich gehe jetzt einfach die Spawner abbauen. Ja. Ist abgebaut. Jetzt muss ich es nur noch mal irgendwie rausschaffen. Das schaffe ich aber nicht, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich sterbe auch gleich. Aber diese Lohnrouten. Okay, Leute, ich wäre jetzt dafür, dass wir erstmal einen Flattermann machen hier. Ja, wäre vielleicht gut, dass wir noch alles verloren, was wir haben. Gleich. Okay, geh mal da weg. Wir kommen von da. Dann kommen wir von da. Okay, ich habe eine Lohnroute. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt nochmal bis zu uns zurück. Seid ihr denn? Da ist ein Wither-Skelett. Jetzt rechts. Rechts durch das Tor. Okay, ich will gerade sagen. Oh. Perfekt. Über euch ist noch ein Spawner, glaube ich. Was ist das hier, ein kleiner? Okay, dann kamen wir von da unten. Jetzt kommt der schwierige Part von dem Ganzen. Ich glaube, von da kamen wir. Da ist noch eine Lohe. Huch. Nice.
jeden Fall schon mal braun. Braun. Ach, das hier war das Loch. Ich glaube, wir kamen tatsächlich von hier vorne, ne? Ich weiß es nicht mehr. Und dann vermutlich von aber da. Hier waren wir auf jeden Fall, weil... Nee, von hier aus kamen wir auch nicht. Ich habe jetzt nichts mehr zu essen, das ist natürlich ein Problem. Ich habe noch 30 Zombiefleisch. Okay, damit kann man noch nicht überleben. Schmeiß mir mal 15 davon vor, hin bitte. Perfekt. Davon kann man echt noch ein kleines bisschen überleben. Stimmt auch sehr gesund. Ja, auf jeden Fall, bin auch gar nicht vergiftet. Ja genau, von hier kamen wir und dann war von hier aus, glaube ich, schon da vorne, das ist nämlich weg. Das ist abgebaut, der ganze Schmarren. Und jetzt müssen wir hier gleich aufpassen, weil hier sind Löcher im Boden, ne? Also nicht hier runterfallen an der Seite. Sagt ja und sprang in den Abgrund. Au! Entschuldigung. Und wenn wir das soweit dann haben, können wir eigentlich auch schon wieder zurückgehen, oder? Ja, würde ich vorschlagen. Ja, Fellrüstung nicht verlieren. Ausbeute gemacht. Oh, ich sehe meine Fackel nicht mehr. Wir müssen, lass mich ganz kurz überlegen, wir müssen darüber. Ah, da hinten ist einer. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Huch! Wie wir jetzt alle vor diesem Loch Angst hatten. Ich bin aber auch reingefallen. Der geht nicht mal tief runter. Ich wusste, dass es da nicht tief runter geht, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ja, vor allem ist hier noch Rocky fallen, Nathan fallen und wups, knall ich hinterher. Wie soll es doch anders sein? Oh, Feuer. Und ich bin schon wieder gar nicht vergiftet. Nein. Aber ich würde mich dann auch noch zusätzlich auf die Suche nach Essen machen. Das ist eine hervorragende Idee. Ja. Ein bisschen Essen im Vorsprung ist nie schlecht. Hat jetzt eigentlich... Zombiefleisch. Haben wir denn durch die Skelette jetzt eigentlich gedroppt? Nur Knochen? Knochen und Kohle, meine ich. Oder hat jemand auch noch einen Kopf gedroppt? Ich hab Magma-Creme. Yay. Creme. Ach scheiße, jetzt habe ich... Kann jemand die Sachen mitbringen aus den Kisten? Mein Inventar ist voll. Kann noch einer ein bisschen Quarz, ist noch ein bisschen wird über. Ich hab noch Platz. Okay, wo hatten wir denn den Sattel drin? Sonstiges? Nee. Wer hat denn den Sattel? Keine Ahnung. Oh, ist meine Axt. Welche Kiste gehören Lohnruten und Magma-Creme? Hier in Nether. Hier unten rechts. Wo soll ich Pferderüstungen reinmachen? Das ist eine sehr gute Sache. Macht es einfach mal in gute Werkzeuge rein oder sowas. Da ist ja, glaube ich, auch Ausrüstung drin, oder? Nee. Ich mach mal über gute Werkzeuge sind vielleicht, einfach rein. Vielleicht, ja, machen wir es einfach so. Vielleicht hätten wir auch noch vielleicht eine Kiste machen sollen, einfach mit Rüstung oder sowas. Aber jetzt ist ja auch mal fürs Erste wurscht. Soll ich das Goldschwert hin tun? Goldschwert habe ich jetzt einfach mal in schlechte Dingenswomens gemacht. Ich benutze es einfach zum Tiere. Oder so, genau. Gut, Erze, Cobblestone. Was ist denn hier passiert? Ach, hier hat jemand den Zombie-Pigman eingebaut, sagst du? Ja, hier ist auch noch einer eingebaut. Soll ich ihn hier töten? Ich hab unten ein Ding frei, da käme ich dran. Den Zombie-Pigman, ich bin mir nicht so ganz sicher. Habe ich gar keine Fackeln mehr. Ich bin nicht so ganz sicher, wie wir das mit dem Zombie-Pigman machen sollen, aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach hingehen und den mit Lava töten. Wenn das geht. Ich glaube, das funktioniert, ne? Ja, müsste doch. Ja,
einfach kurz Lava unter den Po. Farm macht schon Fortschritte. Wir haben schon ein paar Kühe mehr und so. Sehr cool. Junge, ist das hier ausgeleuchtet. Das ist ja krass. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich muss aber trotzdem mal ganz kurz nochmal den Shader anmachen, bevor ich das vergesse. Hm. So schnell gehe ich ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr ins Nether. In den Öfen habe ich erstmal, also ich war gerade los und habe ein paar Tiere getötet, um an Essen zu kommen. In den Öfen brät das momentan. Ich habe ein paar Hühnereier mitgebracht, dass wir die schnell fortpflanzen können. Ja. Wir haben das ist ja noch, mal eine super Sache. Haben wir nur noch eine Kuh. Und wo ist jetzt hier was? Also das hier ist jetzt unsere Hauptfarm oder was? Das ist jetzt momentan hier die Tiere mit Farm, ja. Ist denn gerade irgendwer frei, wer gar nichts zu tun hat? Also wer jetzt gerade hier nur so beihilfsmäßig... Kitty, oder? Hier, ja, also Essenfarm auch unterbrechen. Was? Was müsste man denn machen? Ja, vielleicht einfach ein Farmgebäude hier hinbauen, so dazwischen. Hier so an die Stelle, dass man halt von hier aus beide Sachen erreichen kann. Hier so an die Stelle. Ich weiß ja nicht, was die anderen dazu sagen. Ja, wo bist du denn? Ich stehe hier. Ich bin gerade Tiere farmen. Ach so, ja, so... zwischen Kuhfarm oder Tierfarm und Weizenfarm und sowas. Da einfach so ein Haus hinstellen, was so ein bisschen nach Hof aussieht oder überhaupt nach bauermäßig und das dann mit beidem verknüpfen irgendwie, vielleicht unterirdisch oder sowas, dass man das miteinander benutzen kann und dann haben wir halt auch so ein kleines Farmgebäude. Dann steht einfach nicht so hier so ein Garten rum ohne irgendwelchen Sinn und Zweck. Okay. Ein Haus, wo Tiere und... Nee, einfach so ein Bauernhaus halt. Da wohnt zwar keiner drin, aber es ist halt für den Sinn Mittelalter halt gedacht, weißt du? Da könnte okay. Halt ein Bauer drin wohnen. Alter, wer hier das alles ausgeleuchtet hat, das ist ja voll krass. Hier spawnt erstmal nichts mehr. Den Stein im Ofen brauche ich also bitte nicht rausnehmen oder fragen. Okay. Und was ist das hier? Ah, das ist die Hundehütte. Gut. Ich habe, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Ahnung, was Dani hier geplant hat. Deswegen versuche ich das jetzt einmal irgendwie fortzuführen und dieses Ding schön zu machen. Also irgendjemand haut hier sofort die Öfen leer. Ich habe mir nur einmal 10 Fleisch geholt, mehr habe ich nicht. Okay. Okay, wie ist das hier? Direkt hier nebendran. Die gewechselt worden? Nee. Gut. Das Essen ist in den Kissen dran. So. Wer ist denn die ganze Zeit so unaufmerksam? Ich war voll weit von ihm entfernt. Ich habe gerade nur Erde dabei, ich komme für das Loch. Ist keine Erde, ist Stein. Ach, aber ich habe den Stein nicht, egal. Wir das eventuell... einrichten, dass wir diese ganzen Fackeln irgendwann wegmachen und da einfach die durch Glowstone-Lampen ersetzen. Das wäre einwandfrei. Wenn wir irgendwann genug Glowstone haben, ja. Wir haben doch eine ganze Stange voll. Braucht irgendwer rohes Holz? Weil wir haben hier nur noch verarbeitetes Holz und fast kein rohes mehr. Also ich habe jetzt hier noch 33 Oakwood reingelegt. Mehr rohes Holz haben wir nicht. Und ich würde mich jetzt bereit erklären, mal eine ordentliche Runde farmen zu gehen. Moment nicht, nein. Ups. Ich noch was gebraucht. Also ich brauche nichts. Dann gehe ich halt trotzdem. Jetzt kannst du mir ja mal zeigen, wo ich kommen soll. Jetzt bin ich da. Achso, jetzt bist du da. Okay, Moment, ich mache noch gerade eine Axt. Bei unserer voll modernen, in den Boden eingelassenen Workbench. Ich habe ein Lilly-Pad gekriegt. Geil.